Meine Lieben, heute ist Ostersonntag und ich dachte, ich nehme euch heute mal mit durch unseren Ostertag. Es ist nicht so, ja, so richtig Osterfeiertag-mäßig bei uns. Wegen Corona ist es ja auch gar nicht so einfach. Klar, man darf sich ja irgendwie treffen mit der Familie, aber wir machen es nicht. Also, wir bleiben trotzdem zu Hause, weil ich finde, es ist Schwachsinn. Warum sollte man jetzt an Ostern die Regeln lockern? Und davor darf man sich halt nicht sehen. Ich finde, das ist einfach Schwachsinn und deswegen bleiben wir auch zu Hause, genießen so unseren Tag als Familie. Die Kleine macht gerade hinter mir Mittagsschlaf und ich habe gerade ein bisschen genäht. Die Kleine hat heute Morgen schon einen Osterhasen gesucht im Garten, denn bei uns ist es eigentlich immer jedes Jahr so, dass Osterhasen auf dem Spielplatz versteckt werden und die Kinder dürfen dann die Osterhasen suchen. Dieses Jahr ist wegen Corona ja leider nicht möglich und deswegen ist die Kirchengemeinde vorhin rumgegangen und hat in jedem Garten einen Hasen versteckt. Richtig cool. Also in jedem Garten, wo halt eben Kinder wohnen, kleine Kinder wohnen. Und die haben dann einen Zettel vor die Tür gelegt, geklingelt und auf dem Zettel stand eben, dass ein Osterhase im Garten versteckt ist und dass die Kinder doch bitte suchen sollen. Und das fand ich so niedlich und deswegen hat die Kleine vorhin auch schon ganz fleißig gesucht mit dem Opa. Ich war leider mit der Kamera zu spät dran, aber ihr habt es ja vorhin trotzdem gesehen, ein bisschen. Genau, dann haben wir heute Morgen schon lecker gefrühstückt und ja, einfach so ein bisschen draußen gesessen schon. Felix ist jetzt schon auf der Baustelle, also er ist direkt unter mir hier und mauert ganz fleißig. Da kommt aber ein Bauvlog zu. Und sonst werden wir nachher noch draußen Eier suchen gehen mit Lia, wenn Lia aus dem Mittagsschlaf wieder wach ist. Dann habe ich auf jeden Fall auch noch vor, ein kleines Fotoshooting zu machen, ein Osterfotoshooting mit der Kleinen. Da habe ich auch schon ein richtig süßes Kleidchen rausgesucht. Und zwar dieses hier bekommt sie an. Ich finde, das ist so süß und es passt so gut hier zum Frühling. Und genau, deswegen bekommt sie das nachher an, wenn wir das Osterfotoshooting machen. Und sonst wollten wir nachher nochmal eine ganz große Runde spazieren gehen. Wir haben das damals vor ein paar Jahren immer gemacht. Jeden Sonntag sind wir mindestens 3 Stunden spazieren gegangen. Und es ist jetzt durch den Umzug hier in die ganz andere Gegend leider ein bisschen, ja, verfallen, sage ich mal, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, wir machen das heute einfach mal. Ne? Wir gehen heute mal wieder richtig spazieren und das tut uns allen gut. Das Wetter ist unfassbar. Wir haben 25 Grad oder so. Ist einfach genial. Und genau. Deswegen gehen wir nachher nochmal eine große Runde spazieren. Jetzt ist da jemand wach geworden. Hast du ein bisschen geheiert? Zuckermaus, noch ganz müde. Noch ganz müde. Und die kleine Liamos wollte natürlich auch noch zeigen, was sie zu Ostern bekommen hat. Nämlich gab es ein kleines Schäfchen von der Großtante. Das sind diese richtig tollen Holztierchen, die sie auch zum Geburtstag bekommen hat. Und die Kleine liebt das. Ich hätte es am liebsten vorhin gefilmt, wo sie es ausgepackt hat, aber die Kamera hatte ich leider nicht da. Aber das war so niedlich. Sie hat sich so unfassbar gefreut. Das war so schön. Genau, und wir lieben diese Holztiere, die kann ich euch echt nur empfehlen, die sind so toll. Und dann gab es noch von der Tante, also von meiner großen Schwester, einen Tutu-Flitzer. Und zwar den Krankenwagen. Cool, ne? Lass uns den Patienten ins nächste Krankenhaus fahren. Ja? Los, los! Genau. Meine Schwester ist nämlich Krankenschwester und deswegen musste hier natürlich der Krankenwagen her. Und dann gab es noch von ihrer Oma und Opa einen Kuschelhasen und ein bisschen Schoki. Und von uns gibt es nachher noch ein Geschenk, das ist aber noch im Garten. Das versteckt sich noch im Garten. Das muss sie nachher noch suchen. Sie liebt diese Teile echt unfassbar, ne? Sind die toll? Die Tut-Tut-Flitzer? Ja? Thank you.
meine Lieben, bevor das Video zu Ende ist, wollte ich euch noch ganz, ganz kurz etwas zeigen. Und zwar hat uns mal wieder eine Bestellung von Twist Shake erreicht. Ich glaube, ihr wisst es, wir sind absolute Fanatiker von diesen Produkten. Und auch wenn das eine Kooperation ist, ich liebe die Produkte und habe sie auch schon meiner Schwester ans Herz gelegt. Die hat jetzt auch bestellt. Und ich wollte euch jetzt einfach mal die Bestellung zeigen. Wir haben nicht einfach noch ein paar Sachen gebraucht. Und wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Und mit meinem Code könnt ihr übrigens 55% sparen. Das wollte ich euch auch nochmal eben sagen. Schreibe ich euch hier aber auch nochmal hin. Genau, das hier ist die Bestellung. Einige Sachen sind schon in Benutzung, deswegen kann ich euch die leider nicht mehr zeigen. Aber hier ist trotzdem noch einiges dabei. Und zwar einmal haben wir so ein Besteckset gekauft oder bestellt. In dem schönen Lila hier. Löffel, Gabel, Messer, damit die Kleine es langsam einfach mal lernt. Dasselbe Set habe ich nochmal bestellt in komplett Plastik. Hier unten seht ihr, ist Metall dran, aber in komplett Plastik. Das benutzt die Kleine auch schon ganz fleißig und das ist mega toll, weil sie sich einfach nicht verletzen kann. Und ja, sie benutzt das jetzt eigentlich immer, wenn wir essen und ist auch total begeistert, dass sie da einfach schon ja, dasselbe machen kann wie wir sozusagen. Dann habe ich bestellt zwei so Becher. Da ist noch einer in diesem Lila dabei gewesen, der ist aber auch schon in Benutzung. Und bei uns ist ja so, sie kriegt immer irgendein Getränk, also meistens, also sie trinkt ja ausschließlich Wasser, bekommt sie immer im Becher. Und da habe ich jetzt noch so passende Kinderbecher gesucht. Und hier ist es so, dass hier diese, ja dieses hellrosane, was ihr seht, das ist sozusagen so richtig beschichtet und da können, das kann halt nicht so leicht aus der Hand rutschen. Und deswegen fand ich die so besonders gut und es hat sich jetzt auch im Test wirklich schon sehr gut bewährt und sie kann das wirklich schon sehr, sehr gut halten. Aber wir testen die noch weiter, aber auch die habe ich eben bestellt. Dann sind wieder ganz, ganz viele Quetschbeutel mitgekommen und auch wieder ein großer Gefrierbeutel, die finde ich auch richtig toll. Da friere ich immer ihren Brei drin ein, die sind wirklich ganz toll. Und hier sind, wie gesagt, die Quetschbeutel. Die haben auch immer so ein richtig unfassbare, cooles Design. Ist mal was ganz anderes. Hier auch noch ein Zebra-Design. Und hier diese Blumen, das ist mein absolutes Lieblingsdesign. Ich finde das so schön. Genau, die sind auch mega praktisch. Da könnt ihr hier unten das aufmachen. Und dann könnt ihr da euren eigenen Quetschi reinfüllen. Und ja, einfach zum Wiederverwenden. Dann war auch noch dabei einmal ein neuer Teller in rosa. Ich finde die so toll, die Teller. Einfach, weil man die halt eben auf diese Matte schrauben kann. Hier, das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Und da brauchten wir jetzt, wie gesagt, nochmal einen rosanen. Und der ist hier sogar unterteilt in drei Fächer. Finden wir mega praktisch. Und sie isst ausschließlich von diesen Tellern. Also wir haben auch keinen anderen. Sie isst ausschließlich von den Tellern von Twist Shake. Und dann war letztes Mal bei meiner letzten Bestellung leider diese Flasche hier ausverkauft. Und ich fand das Design so cool mit diesen Pineapples, mit dieser Ananas. Und ich musste es unbedingt haben. Und als ich gesehen habe, ist es wieder verfügbar, ja, musste ich es einfach mitnehmen. Wir haben die auch schon hier in diesem Erdbeer-Design. Das ist auch mega süß. Und als nächstes brauche ich unbedingt hier das Kokosnuss-Design. Das ist auch mega schön. Und das ist eben eine Flasche, die ist auch... Also es ist eine Thermobuddle, das heißt, sie ist hier unten ja, beschichtet sozusagen, also es ist sozusagen eine Thermoflasche und der Tee bleibt da drin richtig lange warm. Wir haben die auch schon im Winter benutzt und der Tee ist da wirklich richtig lange drin warm geblieben. Und das ist jetzt hier die große Variante, wir haben ja die kleine bis jetzt nur gehabt, wie gesagt in dem Rosa. Und das hier ist, wie gesagt, jetzt die große Variante, aber genau, jetzt trinkt die Kleine ja auch mehr. Und wenn es wieder ein bisschen kälter wird, dann wird sie auch wieder mehr Tee trinken. Und deswegen ist so eine Flasche einfach total praktisch. Weil, wie gesagt, hier bleibt der Tee einfach total lang drin warm. Zum Schluss kam eine neue Matte. Denn wir haben ja die rosane in klein. Und ich wollte unbedingt nochmal eine große haben. Es gibt nämlich zwei verschiedene Größen. Einmal die Mini und einmal die normale. Und das hier ist die normale. Und ich wollte unbedingt, wie gesagt, nochmal eine größere dazu haben. Weil wir lieben einfach unsere rosane Matte. Wie gesagt, die kleine ist nur... von der Matte und diesem rosanen Teller. Und hier ist auch ein weißer Teller dabei, zu der weißen Matte eben, wie gesagt. Und ja, wir sind einfach absolute Fans und ich würde nie wieder andere Teller kaufen.